Wir kommen zum letzten Panel des heutigen Tages, der heutigen Abschlusskonferenz und wollen Sie ein bisschen über Dinge sprechen. Herr Gaul, grüße Sie. Wollen ein bisschen über Dinge sprechen, die schon angeklungen sind, nämlich die Frage, wie sieht es eigentlich tatsächlich vor Ort aus? Wie bekommen wir es hin, wir haben es formuliert, aus dem Reallabor in die Fläche zu kommen, also weg von den schönen Projekten, die immer so besonders viel und gute Unterstützung erfahren und dahin, dass man eben nicht mehr der Exot oder die Exotin ist, wenn man in seinem Fachbereich sich mit Digitalisierung beschäftigt. Wir haben gerade so im Vorgespräch ganz kurz das anklingen lassen. Ja, hier, das ist ja Klassentreffen. Sie kennen sich ja alle. Man trifft sich wieder. Man weiß auch, wer das nächste Jahr da sein wird oder im nächsten halben Jahr auf der Konferenz und irgendwo anders. Aber was passiert eigentlich vor Ort? Wie kriegen wir es in die Fläche rein? Und darüber wollen wir reden mit den Damen und Herren, die jetzt hier sind. Ich beginne mal zu meiner Linken mit Sönke Knudsen, er ist Vizepräsident für Lehre an der TU Hamburg. Herzlich willkommen. Es geht weiter mit Barbara Ghetto von der Geschäftsstelle E-Learning Lab, E-Learning NRW am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen. Langer Titel, aber Sie machen sozusagen landesweite Koordination für die E-Learning-Projekte und eine Strategie im Grunde, die hochschulübergreifend ist. Neben ihr sitzt Jens-Peter Gaul, Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz. Es geht weiter mit Susanne Weißmann, der Vizepräsidentin der TH Nürnberg. Und last but not least mit Malte Persicke, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Dort im Bereich Methodenlehre und Statistik, heute schon ein paar Mal zitiert und angesprochen. Jetzt wissen Sie auch, wie er aussieht. Ja, von Reallabor in die Fläche. Wie geht das mit der Innovationskultur an den Hochschulen? Wie kriegen wir das angekurbelt? Was muss passieren? Frau Ghetto, in der Fläche, gibt es, Sie haben den Überblick über Nordrhein-Westfalen, sowas wie einen Flächenbrand, einen digitalen Flächenbrand in Nordrhein-Westfalen? Ja, danke erstmal für die erste Frage. Ja, man könnte meinen, es gibt den. Also in den letzten Monaten hat sich da in Nordrhein-Westfalen ja irgendwie eine Menge getan. Wir haben ein Leitbild zur digitalen Bildung, was für ganz Nordrhein-Westfalen für alle Bildungsbereiche gilt. Wir haben einen Landeshochschulentwicklungsplan, in dem als eines von 8, 9 Aktionsfeldern Digitalisierung einen ganz prominenten Platz sozusagen hat. Also das ist, der tritt im Januar nächstes Jahr in Kraft und ruft alle Hochschulen dazu auf, Digitalisierung auch zum Beispiel als Teil ihrer Strategie aufzunehmen. Wir haben eine digitale Hochschule wurde ausgerufen. Wir haben ein Fellowship-Programm für digitale Lehre, was der Stifterverband organisiert hat. Wir haben E-Learning NRW. Also wir haben sehr viele Initiativen. Man könnte jetzt natürlich gerade zu den ersten drei Punkten sagen, wir haben sehr viel Papier produziert. Ich als E-Learning-Promotorin finde das natürlich erstmal klasse, dass das Thema so prominent diskutiert wird, dass da auch irgendwie den Hochschulleitungen das als Thema sozusagen untergeschoben wird. Jetzt macht mal was, nehmt Digitalisierung mit in eure Programme, denkt strategisch darüber nach und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer schauen, was kommt wirklich an den 40 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, Sie haben NRW-Ebene jetzt angesprochen, was kommt wirklich bei den einzelnen Lehrenden an? Kennen die diese Papiere eigentlich? Interessieren die diese Papiere? Ist das wirklich der Ansatz, den wir fahren? Klar, ich finde es wichtig, weil es gibt dem Thema Bedeutung und es wirkt natürlich auch erstmal gut. Es wirkt wichtig, wir finden das Thema wichtig. Aber wir müssen natürlich auch ganz klar schauen, was bei den einzelnen Lehrenden ankommt, was die brauchen und wie wir da eben weitergehen. Aber da klingt jetzt, da klingt jetzt so durch, es kommt nicht so richtig an, was Sie machen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Aber ich würde auch nicht sagen, damit ist, dass die Arbeit jetzt getan ist mit diesen Papieren. Das ist der wesentliche Punkt. Ich denke, dass wir einerseits sehr aufpassen müssen, dass wir eben, das ist heute von verschiedenen Personen in verschiedenen, mit unterschiedlichen Worten schon gesagt worden, dass wir nicht Digitalisierung um Digitalisierung willen in Papiere schreiben, sondern dass wir wirklich schauen, was sind denn die Probleme an den Hochschulen und wo kann Digitalisierung da eine Lösung sein? Wo können wir an bestehende Reformen, wo können wir an Akkreditierungssysteme beispielsweise anknüpfen? Wo können wir die Digitalisierung sozusagen so in den Alltag verknüpfen oder mit den Diskussionen, die da sind, verknüpfen?
um halt eben nicht zu sagen, wir machen jetzt ein Strategiepapier zur Digitalisierung, wir schaffen jetzt eine Digitalisierungsstelle, weil dann bleiben wir unter uns. Dann reden wir weiter, die Leute, die ohnehin schon überzeugt sind, die ohnehin Digitalisierung gut finden, die, denen vollkommen klar ist, dass man eine innovative, moderne Didaktik, die die Studierenden im Zentrum hat, die innovativ ist, die flexibel ist und so weiter, dass die natürlich nur mit neuen Medien geht. Aber das wissen wir hier im Raum alle, sonst wären wir nicht hier. Aber was ist mit den ganzen anderen? Frau Weißmann, wie ist das bei Ihnen? Reallabor oder Fläche? Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg in die Fläche. Wir haben tatsächlich mit dem Reallabor einiges noch mal nach vorne gepusht und wir nutzen verschiedene Hebel, um es in die Fläche zu bringen. Das heißt, wir nutzen verschiedene Formate. Es ist ein Stückchen auch der Heterogenität der Lehrenden gerecht zu werden. Von der sprechen wir wenig, aber auch die ist letztendlich divers, auch wenn Freiheit der Lehre natürlich ein Leitbild ist. Das ist das eine. Wir nutzen es auch in der Verknüpfung mit der Personalentwicklung. Das heißt, wir gucken sehr stark im Berufungsverfahren inzwischen, wen holen wir uns ins Haus. Und es ist nicht so wichtig, ob die neuen Kollegen einen Tick für die Digitalisierung haben, das setze ich voraus, sondern können die gut mit Veränderungen und mit Innovationen. Und wir haben ein Onboarding-Programm für Neuberufene, in denen digitale Lehre ein Bestandteil ist, der im Moment noch freiwillig ist. Ich hätte ihn perspektivisch mindestens gerne als dringende Empfehlung. Damit es nicht als Druck empfunden wird, haben wir eine Supportstruktur, sodass wir sagen können, ob Sie jetzt eine Vorlesung mit 400 PowerPoint-Folien vorbereiten oder Lehrveranstaltung oder gleich digital oder geblendet aufsetzen. Wir arbeiten eher im Blended-Format. Ist für Sie der gleiche Aufwand. Im Gegenteil, Letzteres macht mehr Spaß. Und wenn das mal passiert ist, muss ich die Behauptung, dass es mehr Spaß macht, nicht nochmal untermauern. Das ist so. Jetzt haben Sie das schön formuliert. Es soll nicht aussehen wie Druck, aber das hört sich doch so ein bisschen, Herr Knutzen, so an, als müsste man die Kolleginnen und Kollegen vielleicht drücken und ein bisschen zwingen und verpflichten, bestimmte Dinge zu tun. Ja, als Pädagoge denke ich ja immer besser ist, wenn es aus der inneren Motivation kommt. Ich denke jetzt gerade nochmal, also bei diesem Flächenbrandthema, an die Erfahrung, die wir gesammelt hatten bei dem letzten Sommertreffen vom HFD. Da hatten wir einen Workshop zusammen, da hatten wir mit dem Kollegen Nacken von der FDH Aachen gesprochen und Hans Pongratz von der TU München und wir hatten so ein bisschen vorgestellt, was wir machen und hinterher sollten alle so Karten aufschreiben, die ich den Leuten dann nächstes Jahr zuschicke. Und da war eine Karte richtig ärgerlich, also richtig ärgerlich, gesagt, was soll denn so ein Workshop, wer soll denn sowas machen? Das geht vielleicht in diesen drei Hochschulen, aber das ist richtig ärgerlich, sich so einen Workshop anhören zu müssen. Und da ist mir aufgefallen, dass man aufpassen muss aus dieser Glockendiskussion, die wir häufig führen. Also wir selbst sind uns ja alle einig und da geht es relativ schnell voran. Aber man hängt total schnell auch Leute ab. Und dieses Leute abholen und die Anknüpfungspunkte schaffen, die schafft man aus meiner Sicht ja nicht, indem man sie verpflichtet, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir Lösungen finden müssen, und auch vielleicht auch eine Sprache finden müssen, die relativ leicht anschlussfähig wieder ist. Für die, die eigentlich gerne mitmachen wollen, aber jetzt auch nicht das ganz Große machen wollen. Ich glaube, dass wir im Moment die Hochschulen insgesamt ein bisschen überlastet haben in den letzten Jahren durch viele Sachen. Hochschulpakt mit viel mehr Studierenden, dann haben wir das Weiterbildungsthema, dann haben wir vielleicht noch das Flüchtlingsthema, was hier und da aufgenommen wurde. Viele Themen, die auch nicht so leicht zu bearbeiten sind. Da gab es den Qualitätspakt Lehre und viele andere Dinge. Und da kommt noch ein weiteres Thema dazu. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass einige sagen, ey, komm, jetzt reicht es auch. Ne? Und ich glaube, dieses Gefühl, das muss man ernst nehmen und man muss gute Antworten dafür haben. Und die Antwort ist aus meiner Sicht nicht Druck, auch wenn das in Aachen gut funktioniert hat, muss ich zugeben. Herr Gaul, direkt dazu. Vielen Dank. Ich möchte erstmal ganz kurz von hier aus auch nochmal die Partnerschaft mit Stifterverband und CHE würdigen hier in dem Hochschulforum Digitalisierung, für die wir sehr dankbar sind und wir freuen uns dann sozusagen auf eine nächste Phase, das als wichtige Vorbemerkung. Ich glaube, die Beiträge jetzt und all das, was wir sozusagen über den Tag hören konnten, beschreiben ja eigentlich den Zustand ganz gut, in dem wir sind. Wir sind eben in einem Übergangszustand und jetzt aus der Perspektive der Hochschulrektorenkonferenz, also sozusagen derjenigen, die dann auch eine Gesamtverantwortung in den Häusern tragen, ist das eben ein komplexer, zu moderierender Vorgang, zu dem viele Voraussetzungen hören. Und dazu gehört natürlich auch ein Instrumentenkasten, wenn man das so will, in dem Druck und Zwang sicher nicht die primäre Rolle spielen sollten, sondern wie viele andere Anforderungen, vor denen Hochschulleitungen stehen, sind diese Prozesse so zu moderieren, dass man klar sagt, die Bedeutung dieser Frage muss unzweifelhaft sein. Und dann muss man im Dialog mit der Hochschule sozusagen diese Dinge entwickeln. Und gerade deswegen sind wir hier auch für dieses Forum und diese Partnerschaft sehr dankbar, weil wir hier eben auch Impulse und Anstöße bekommen. Für die Hochschulen wird es allerdings sicher immer wichtig sein, eben selber die Gestaltenden zu sein und nicht Getriebene. Und darauf legen sie auch großen Wert.
Sie haben gerade einen Instrumentenkasten angesprochen, den man braucht, Herr Persicke. Wo haben Sie Ihren Instrumentenkasten her? Wer hat Ihnen den in die Hand gedrückt? Wer hat den befüllt? Waren Sie das selber? Ist das eine Privatinvestition? Vor allem, wer guckt von den Kolleginnen und Kollegen rein, um sich vielleicht mal ein Instrument auszuleihen? Also ich glaube, von den Kollegen und Kolleginnen schauen exakt null Kolleginnen und Kollegen rein. Und ich glaube, dass das die Erfahrung ist, die viele von uns an den eigenen Universitäten machen, die sich mit digitaler Lehre beschäftigen, dass die Fläche, die wir immer beschwören und die hinter uns auch gerade hier auf der Leinwand steht, dass wir die noch lange nicht erreicht haben. Wir sind dann noch lange nicht angekommen, dass Lehre mit digitalen Medien und mit auch modernen Lehrkonzepten, ich glaube, das ist der eigentliche Punkt, weil uns die digitalen Medien ja tatsächlich eigentlich ermöglichen, alternative Lehrkonzepte, innovative Lehrkonzepte sozusagen durch die Hintertür wieder in die Hochschullehre reinzukriegen. Das sind ja teilweise Konzepte, über die wir seit 20, 25 Jahren sprechen, aber jetzt schaffen wir es plötzlich unter diesem Deckmäntelchen Digitalisierung Dinge wieder in die Diskussion reinzubringen, von denen wir schon lange gehofft hätten, dass Hochschullehrende sie mal übernehmen und sie mal ausprobieren. Also insofern glaube ich, dass wir in der Fläche noch lange nicht angekommen sind, dass die Werkzeugkästen, die Sie angesprochen haben, im Augenblick sehr stark von einzelnen Lehrenden für die eigene Lehre entwickelt werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir Digitalisierung, dass wir es hinkriegen, durch Unterstützungsstrukturen Digitalisierung zum Nulltarif herzustellen. Das werden wir nicht schaffen. Digitalisierung kostet immer Zeit und sie kostet immer Geld. Ich kenne ein einziges Format der Digitalisierung, das den Lehrenden keine Zeit kostet, und das ist die Vorlesungsaufzeichnung. Da kann ich auf einen roten Knopf drücken und dann geht das an und dann wird das aufgezeichnet, genau wie das hier gerade läuft. Und dann kann ich am Ende nochmal auf den Knopf drücken und dann haben die Studierenden diese Hörsaalaufzeichnung eben bei sich auf dem Computer. Es gibt kein anderes Format, das ich kenne, bei dem der Lehrende nicht Zeit investieren muss, wenn seine Lehre dieses Format noch nicht einsetzt. Ich glaube, das ist einer der ganz großen Hemmschuhe, die wir haben. Und ich spreche da immer, weil wir uns gerade vom Brandenburg Tor befinden, von der Quadriga des Stillstands. Und für mich ist diese Quadriga des Stillstands die Zeit, die wir alle nicht haben und vor allem viele Kollegen auch nicht in die Lehre stecken wollen, weil es viel mehr um Forschung geht. Das ist das Geld, das auch benötigt wird, manchmal nicht viel, manchmal brauche ich nur eine Kamera, aber auch die muss erstmal gekauft werden. Das ist die Evidenz, die wir nicht haben, das ist hier mehrfach angeklungen. Wir können nicht guten Gewissens einem Kollegen sagen, mach mal dieses Lehrkonzept, damit wird deine Lehre auf jeden Fall besser. Das wissen wir nicht. Es gibt für jede Studie, die Ihnen sagt, Think, Pair, Share als ein Beispiel einer innovativen Lehrform funktioniert, wenn Sie genau dieselbe Studie, die zeigt, es funktioniert vielleicht auch nicht so gut oder hat sogar Nachteile. Und das Letzte, das ist die Motivation der Lehrenden. Lehrende müssen motiviert sein, die müssen das machen wollen. Und am Anfang des Hochschulforums Digitalisierung habe ich gedacht, es hapert an den ersten drei Punkten: Zeit, Geld und Evidenz. Aber je mehr wir uns darüber unterhalten haben, desto mehr, glaube ich, es hapert an der Motivation. Wenn wir das, was Ulf Ehlers vorhin als Wert bezeichnet hat, als Wertedebatte bezeichnet hat, wenn wir das hinkriegen, dass Lehrende aus sich heraus motiviert sind, diese innovativen Lehrkonzepte mitzutragen und digitale Lehrmethoden oder auch digitale Inhalte in ihrer Lehre zu berücksichtigen, dann brauchen wir uns über Geld und Zeit und empirische Evidenz überhaupt gar nicht mehr zu unterhalten. Dann machen die das nämlich einfach. Genauso wie ich das damals auch einfach gemacht habe. Ich habe das ja nicht gemacht, weil mir irgendjemand gesagt hat, mach das mal, sondern weil ich das wollte. Und das heißt, ich glaube, wir kommen von der richtigen Seite, wenn wir uns über die Motivation unterhalten und die anderen drei danach klären. So, und was macht dann ein Vizepräsident für Lehre, Herr Knutzen? Ja, erstmal, ich finde den Aspekt total gut. Das ist nämlich Motivation. Also von Ihnen allen, die es jetzt machen, wer von Ihnen macht, ist hier wegen Geld oder macht das, was er macht, wegen Geld? Sie dürften sich jetzt melden, wenn das so wäre. Das tut natürlich keiner. Ne? Ich frage mal andersrum. Einer war hier. Auch. Ja. Na, das ist natürlich eine Frage der Motivation. Also, das ist natürlich nicht, also wir alle haben es ja gemacht, weil wir uns für dieses Thema interessieren. Und wir fragen alle nicht nach der Zeit, die wir dafür investieren, oder nach dem Geld, was wir dafür investieren, sondern wir machen es, weil wir es für interessant und wichtig und richtig halten. So, und wir hatten heute Morgen eine ziemlich spannende Diskussion in dieser Themengruppe über Strategieentwicklung. Und da kam die Frage auch von Herrn Müller-Eisel, die ich total gut fand, die gesagt hat, gucken wir nicht mit den falschen Instrumenten drauf auf Strategie? Müssen wir nicht auch als Hochschulen viel mehr in diesem agilen
agilen Management gucken. Also macht das überhaupt Sinn, eine Strategie für Digitalisierung der nächsten 5 Jahre aufzubauen? Oder müssen wir viel mehr kleine Schritte, kleine Anreize gucken, was funktioniert, den nächsten Schritt gehen und so weiter, die Leute mitnehmen? Denn dann kommt natürlich die Motivation von ganz alleine. Also die kommt ja in der Regel, wie bei uns allen, durch das Auseinandersetzen, durch das Tun. Man sieht dann, was funktioniert. Wenn es aber eine Strategie ist, die möglicherweise viel zu groß ist, dann wirkt das ja, und das passiert ja auch häufig, viel zu abschreckend. Also ich finde auch, dieses Motivationsthema ist genau das, wie wir vielleicht über die eigene Motivation heraus wirken können. Und wir müssen überlegen, wie wir das schaffen können. Also mehr Leute damit in Berührung bringen, reicht ja wahrscheinlich. Mehr Leute niederschwellig in Berührung bringen. Also, Sie hatten was anderes gefragt, ne? Ja, das bin ich ja gewohnt. Also alles, ich kann das gut ab. Ich nehme das aber auf. Frau Ghetto, dann machen Sie ja was ganz Falsches. Sie entwickeln Strategie in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt hören wir, viel zu viel Strategie kann abschrecken. Das wirkt zu groß, zu pompös. Ja, genau. Also das knüpft ja eigentlich auch ganz gut an das an, was ich eingangs gesagt habe. Wenn ich jetzt mir mal überlege, wie das an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen oder sicherlich auch in anderen Bundesländern aussieht. In Nordrhein-Westfalen haben wir noch ein anderes Papier. Ein Verbot zum Beispiel, was uns verbietet, die allgemeine Anwesenheitspflicht in Seminaren durchzusetzen. Und ich weiß, dass dieses Thema, das hat irgendwie für ganz viel Frust gesorgt an den Hochschulen, das hat irgendwie auch eine ganz blöde Stimmung teilweise erzeugt. Aber ich fand das insofern ganz interessant, weil es ein anderer Ansatzpunkt für unter Umständen ein ähnliches Ergebnis war. In diesem Gesetz oder in diesem Erlass des Ministeriums steht auch, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber das im Zeitalter digitaler Medien, man es auch wirklich sozusagen von den Studierenden nicht mehr erwarten kann, einerseits auf den Campus zu kommen, wir als Hochschullehrende Ersatz, aber dafür schaffen müssen, dass sie nicht kommen. Und unsere Studierenden an der Uni Duisburg-Essen, weiß ich ziemlich genau, da haben wir geschaut, was haben wir eigentlich für Studenten hier, und die sind berufstätig, die haben Kinder, die haben alle möglichen Verpflichtungen. Das heißt, wenn mir eine Studentin jetzt Anfang des Semesters sagt, ich kann aber nur jedes zweite Mal kommen, weil ich nämlich auch nebenbei arbeite und im Übrigen kann ich auch nicht zu der Veranstaltung um 8 kommen, weil da hat der Kindergarten noch nicht auf, dann nehme ich das so hin, völlig wertfrei. Da habe ich überhaupt nichts zu sagen, ja, dann kommen Sie wieder, wenn Sie Zeit für Ihr Studium haben, sondern dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn ein Angebot schaffen, dass diese Frau trotzdem am Semesterende gleichwertig studiert hat, wie ihre Kommilitonen, die vor Ort sind. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, wo wir gar nicht über Digitalisierung als Strategie oder Digitalisierung als Thema reden, sondern das ist die Lebensrealität unserer Studierenden, um die es ja geht, mit denen wir ja, für die wir das ja hier alles machen eigentlich. Und dass wir sozusagen an der Stelle einsteigen und sagen, was ist das Problem? Und aha, Digitalisierung, neue Medien, aha, das ist die Lösung. Und ich glaube, das ist halt auch das, was die Pioniere, die machen es nicht für Geld, das stimmt. Aber die breite Masse, ich kann doch nicht von jedem erwarten, dass er alles Mögliche sich ausdenkt, sich sonst wie noch zusätzlich Zeit investiert und Freizeit investiert und wie auch immer. Aber wenn ich gute Gründe finde für Probleme, die da sind, dann ist die Digitalisierung halt die Antwort. Herr Gaul, ist das Common Sense an den Hochschulen oder eher so eine Duisburg-Essener Spezialität? Nein, ich glaube, das sind schon ganz essentielle Punkte. Wenn wir jetzt auf diese Fragen kommen, also Autonomie ist natürlich, Anwesenheitspflicht ist ein Spezialfall, weil die Hochschulen sehr deutlich gesagt haben, in diesem Zusammenhang die Frage, ob es eine Anwesenheitspflicht gibt oder nicht gibt, beanspruchen die Hochschulen selbstständig zu entscheiden. Deswegen ist das nochmal eine spezielle Frage, eher in der Auseinandersetzung mit den Ländern. Aber die Diagnose, dass wir sozusagen eine Bewegung haben, die sich durch neues Studierendenverhalten, andere Modelle, Teilzeitstudium etwa, die Entwicklung hin zu einer heterogeneren Studierendenschaft, dass die uns helfen kann, auch Antworten zu finden, weil wir sie dann eben finden müssen auf die Frage der verschiedenen Ansprüche, und dass das die Digitalisierung auch befördern kann. Das ist zweifellos richtig und ist, glaube ich, auch die Realität an allen Hochschulen. Zur Strategiebildung würde ich ganz gerne noch sagen, man muss, glaube ich, schon ein paar Faktoren unterscheiden. Wenn wir heute über Digitalisierung von Lehre oder digitale Lehre reden, dann reden wir über einen Ausschnitt aus einem Gesamtkomplex Digitalisierung, der an den Hochschulen vor allem auch unter dem Stichwort digitale Infrastrukturen insgesamt steht. So, und da ist die digitale Lehre ein ganz wichtiger Baustein, einfach de facto. Und sie ist ein wichtiger Baustein, weil sie uns gewissermaßen als Zugpferd, als Rambock oder irgendein Bild, was Sie dazu bemühen möchten, dient, um in ein Gespräch darüber zu kommen, wie digitale Infrastrukturen an Hochschulen denn insgesamt
insgesamt aussehen. Und dazu sind die Strukturen, die dann eine Digitalisierung der Lehre ermöglichen, eben nur ein Gesamtausschnitt, der reicht in die Forschung hinein, ins Campusmanagement und so weiter und so fort. Und für diese Frage, also wenn Sie so wollen, den technischen, infrastrukturellen Bereich, ist natürlich eine Hochschule gut beraten, auch eine Strategie zu haben. Davon abzugrenzen ist, glaube ich, tatsächlich die wichtige Frage und, glaube ich, unterschätzte Frage der Motivation, die hier, glaube ich, zu Recht sehr, sehr stark gemacht worden ist. Ich bin kein Systemtheoretiker, aber wenn man mal die Hochschulen als Subsystem ansieht, dann unterscheiden sie sich eben in mancher Hinsicht von anderen Systemen, unter anderem dadurch, dass eben die intrinsische Motivation der Handelnden dort in der Regel extrem stark ist. Und das wirkt sich zum Beispiel auch auf die Einschätzung von Fragen von Urheberrecht und ganz anderen Fragekomplexen aus. Und deswegen glaube ich auch, dass die Motivation und das Erkennen, dass man das selber gut für sich und für seine eigenen Aufgaben nutzen kann, ein ganz wesentlicher Faktor ist. Herr Persig. Ich glaube, dass wir, wenn wir im Augenblick über die Digitalisierung von Hochschullehre sprechen, dann denken wir immer daran, dass die Lehre selbst digitalisiert wird. Dann denken wir daran, dass Lehrende plötzlich digitale Tools einsetzen, um ihre Inhalte zu vermitteln. Das ist aber für mich eigentlich gar nicht der Kernpunkt von Digitalisierung von Hochschullehre. Denn nur dadurch, dass ich ein Video produzieren kann und das vielleicht auch jetzt inzwischen gut machen kann, heißt das nicht, dass meine Studierenden plötzlich besser auf die digitale Welt vorbereitet werden. Die kommen ja zu uns an die Hochschulen und die erwarten von uns, dass wir die vernünftig ausbilden. Und auch wenn wir an den Universitäten natürlich immer auch die Forschung auf dem Banner tragen, ist es doch so, dass wir 80% unserer Studierenden für den Arbeitsmarkt ausbilden. Also müssen wir auch uns langsam mal überlegen, wie kriegen wir es denn hin, dass wir Studierende, die jetzt in einen teilweise vollständig digitalisierten Arbeitsmarkt eintreten, wo jeder mit digitalen Tools arbeitet. Wie kriegen wir es dahin, diese Digitalität bereits in der Universität vorzubereiten? Und da geht es nicht mehr darum, wie ich meine Lehre digitalisiere und ob ich ein Video mache oder ein Serious Game programmiere, sondern es geht darum, dass ich digitale Tools für meine Studierenden in die Lehre einführe. Und das ist für mich ein ganz anderer Punkt der Diskussion. Und das ist so ein bisschen diese Idee, die vorhin mal anklang, ich glaube, Herr Jeckel hat sie angesprochen, es gibt exzellente Vorlesungen, die immer noch mit Tafel und Kreide stattfinden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube auch, dass es diese Vorlesung weitergeben wird. Aber es kann nicht sein, dass wir unseren Studierenden im Unterricht mit Softwarepaketen arbeiten lassen. Nehmen wir die Musiker, die für ihre Arbeit mit Sicherheit mit elektronischen Notensatzprogrammen arbeiten. Nehmen wir die zum Beispiel Ägyptologen, die extrem digital unterwegs sind in ihren Berufszweigen. Nehmen wir die Statistiker, die natürlich mit Statistiksoftware arbeiten im Unterricht. Ich kann nicht hergehen und die Lehre klassisch machen und am Ende sagen, so, jetzt kommt ihr in den Arbeitsmarkt, wo ihr all diese Software eigentlich schon können müsstet. Ich muss diese Software in meinem Unterricht benutzen und schulen. Und dann muss ich diese Software aber auch abprüfen. Denn es ist keinem Studenten vermittelbar, und da sind wir wieder bei der Motivation, dass ich sage, im Unterricht, da müsst ihr Excel lernen oder Photoshop oder so. Und dann zu sagen, aber die Prüfung wird dann doch wieder mit Papier und Bleistift gehalten. Das heißt, wir haben es hier mit einem ganzen Konglomerat an Veränderungen durch die Digitalisierung zu tun, die nicht nur stehen bleibt bei der Digitalisierung der Lehre selbst, sondern die sich vor allem, glaube ich, auf den Einsatz digitaler Tools nicht als Lehrmittel, sondern als Dinge, die wirklich gelernt werden müssen, konzentriert. Frau Weißmann. Ich würde da gerne anknüpfen, weil ich bestätigen könnte, dass das ein Erfolgsfaktor ist, wenn wir das so machen. Bei den Lehrveranstaltungen, bei denen es uns gelingt, dass Studierende sich digitaler Möglichkeiten bedienen müssen, um zum Beispiel einen Leistungsnachweis zu bringen. Ich mache ein Beispiel. Früher gab es die guten alten Referate. Und wenn wir jetzt sagen, bitte arbeiten Sie sich einen Themenblock und so, dass wir ihn als im Sinne eines OER zur Verfügung stellen können, dann müssen sich Studierende en passant und Dozenten und Dozentinnen auch en passant mit all den Fragen beschäftigen, die wir heute diskutiert haben. Urheberrechtsfragen, wie produziere ich was, mit didaktischen Fragen, weil wir den Leistungsnachweis zum Beispiel darüber führen, dass wir sagen, wenn es Ihre Peers verstanden haben, dann haben Sie einen guten Job gemacht. Das ist eine andere Form und ich finde, da haben wir viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich habe jetzt so bei den vielen Beiträgen auch im Laufe des Tages ein bisschen darüber nachgedacht, warum klappen denn Dinge? Weil es klappen auch Dinge. Es ist nicht so, dass es nicht so geht. Und ich habe letztens Zahlen ausgewertet und wir haben schon doch einiges zumindest, also deutliche Steigerungen, wenn es darum geht, digitale Tools zu nutzen. Ich glaube, man muss an verschiedenen Punkten einfach ansetzen und wir verknüpfen Dinge. Und wenn Sie so wollen, zünden wir haben keinen Flächenbrand, wir zünden kleine Feuer an ganz unterschiedlichen Stellen.
Flächenbrand klingt auch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ich habe keine offizielle Strategie und Sie müssen es echt für sich behalten und mich nicht vertratschen. Ich würde das auch nicht sagen, weil wenn ich sage, als Hochschulleitung habe ich die Strategie mit dem Ziel, verliere ich mal per se ein Gutteil, weil sie Sorge haben um Dinge, um die sie lange gekämpft haben oder die auch ein Teil der Identität sind. Und Herr Dräger hat von Rollenwechsel gesprochen. Ich würde es jetzt vor meinem Hintergrund sicherlich auch Identität nennen. Und wenn ich an die Identität rangehe, die lasse ich mir nicht einfach wegschlagen. Das heißt, ich muss im Grunde genommen, muss es mir gelingen, Erfahrungen zu ermöglichen, die nicht identitätsbedrohend sind, sondern mir erlauben, meine Identität auch nicht unbedingt als eine andere, sondern als eine Erweiterung zu begreifen. Und wenn das geht, und da finde ich tatsächlich, haben wir Möglichkeiten, und was Sie gerade sagten, muss ich bestätigen, da würde noch mehr gehen, wenn wir es denn ausprobieren. Wir reden über Identität, wir reden über Selbstgewissheit, wir reden über Motivation und so ganz en passant haben Sie erwähnt, bei Ihnen gibt es Leistungsnachweise, wenn die Peers der Studierenden verstehen, was im Referat passiert. Ist das vielleicht ein Hebel, ein Stellrad, an dem man drehen kann, dass man sagt, wir brauchen die Studierenden, die könnten das, was wir hier als Innovationskultur oder digitale Innovationskultur beschrieben haben, möglicherweise auch voranbringen? Es gab ja ein paar Wortmeldungen heute dazu. Also meine Erfahrung ist bestätigt das, was Sie heute Morgen auch alle gesagt haben. Als wir das den Studierenden vorgeschlagen haben, wir haben so eine klassische Einführung gemacht, sie durften sich wünschen, was sie gerne hätten. Wir hören da ja auch sehr zu und haben dann gesagt, klasse, und das machen jetzt Sie. Und dann ist ein Drittel aus dem Kurs raus. Wir müssen auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber das Schöne ist, wir sitzen mit Studierenden in einem Boot und was wir in unserem Learning Lab oft hören, das auch nochmal von den räumlichen Gegebenheiten so ist, dass es das produziert ist, ach wie schön ist es auf Augenhöhe zu arbeiten. Und wenn wir sagen, wir lernen gemeinsam, wir deklarieren das ein bisschen anders, dann wird da ein Schuh draus. Also es ist ein, ich sag mal, ich verbreite ein bisschen die Masse, die mitgeht. Es ist nicht so, dass die Studierenden diejenigen sind, die das treiben. Aber sie gehen mit. Und ich glaube, sie erkennen dann auch den Mehrwert. Also jetzt um diese Zeit des Semesters ist eigentlich, dass die geblieben sind, finden es klasse. Vielleicht noch zum selben Punkt. Es gibt ja ein schönes Modell, das kennen Sie wahrscheinlich alle von Bix, dieses Constructive Alignment. Constructive Alignment sagt ja, es müssen immer drei Punkte zusammenhängen. Es muss nämlich das Ziel der Veranstaltung zusammenhängen mit der Methode der Veranstaltung und auch mit der Prüfung. Wenn diese drei nicht gut aufeinander abgestimmt sind, dann funktioniert es nicht, weil die Studierenden das natürlich sofort merken. Und wenn sie merken, die Prüfung ist eine andere als das, was in der Veranstaltung gemacht wurde, bereiten sie sich auf die Prüfung vor und ihre Veranstaltung hat keinen Wert. Oder noch schlimmer, beides passt nicht zum Ziel. Und deswegen wollte ich nochmal anknüpfen an das, was Herr Perseke gesagt hat. Ich glaube, die Motivation auch bei den Studierenden ist natürlich viel höher, wenn wir denen deutlich machen können, dass das Ziel natürlich ist, die auf eine natürlich digitalisierte berufliche Zukunft vorzubereiten. Dann ist das Ziel vollkommen klar. Und dann sind wir auch bei der Methodik nicht so, dass wir irgendwelche digitalen Medien, weil sie halt modern sind, da irgendwie ransetzen, sondern wir wissen genau, welche digitalen Elemente wir ransetzen müssen, weil sie sich aus dem Ziel ergeben. Und dann wissen wir auch, welche Prüfungen wir machen. Und dann passt das alles zusammen. Ich glaube, dann ist automatisch ist die Motivation viel höher und auch die Akzeptanz von solchen Lernformen, weil man jeden Schritt erklären kann. Ziel, Methode und Prüfung gehören zusammen. Das ist noch ein gewisser Schritt, den müssen wir noch machen. Aber ich finde, mit diesem einfachen Modell kommt man da, glaube ich, ein gutes Stück weiter. Die Motivation bei den Studierenden ist dann da. Aber dass die Studierenden Treiber dieser Bewegung sind, das ist definitiv nicht so. Sie dürfen sich auch wieder einmischen. Frau Gertur ist aber jetzt erstmal dran. Ja, auch nochmal zu diesem Punkt. Das passt jetzt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Schlagwort Employability und die Frage, ich denke nämlich auch, also wir haben das heute an ein paar Stellen gesagt, Studierende, ja, nutzen natürlich digitale Medien ganz anders selbstverständlich, als wir das irgendwie vor 10, 20 Jahren an Hochschulen so üblich war, aber im Privaten. Und das bedeutet nicht, dass am 1. Dezember alle Studenten im Wintersemester den Weg auf die Lernplattform geschafft haben. Wenn ich aber mit meinen Studierenden so arbeite, dass ich denen klar mache, Arbeiten in Gruppen ist wichtig für das, wie ihr später arbeitet. Ihr werdet später arbeiten mit digitalen Medien, flexibel, in Teams, immer wieder in Projektstrukturen. Dann ist doch genau das auch die Aufgabe der Hochschulen, die Studierenden genau darauf vorzubereiten. Und dazu gehört es halt eben auch, sie da mit verschiedenen Kompetenzen auch fit für zu machen. Aber es kommt halt eben nicht automatisch von den Studierenden, nur weil die alle Smartphones haben.
So, wir schauen mal, was es beizutragen gibt. Wie eben auch Name, kurz, Fragezeichen. Ja, mein Name ist Agnes von Matuschka. Ich komme von einem Startup, das heißt Open Campus GmbH, und wir bieten ein neuartiges Campus-Management-System auf Open-Source-Basis an. Ich wollte mal auf den Wettbewerb zu sprechen kommen. Also inwiefern gibt es eigentlich den Wettbewerb zwischen den Hochschulen und inwiefern spielt das Thema Digitalisierung da eine Rolle? Weil ich könnte mir vorstellen, als Student ist natürlich eine Hochschule, die moderne Lerntechniken, ein modernes Campus-Management-System anbietet, sehr viel attraktiver in Zukunft für die schwindenden Studierenden zahlen als eine Hochschule, die einfach so weitermacht. An die Hochschulvizepräsidenten möchte ich die Frage gerne richten. Beschäftigt Sie das? Also wie stellen Sie sich in der Zukunft auf und wie können Sie damit punkten? Frau Weißmann, Herr Knudsen. Ja, meine Antwort wird Sie ernüchtern. Wir eruieren natürlich immer auch, was sind die Motive, an die Hochschule zu kommen. Und das erste Motiv ist Nähe zum Heimatort. So viel zum Thema Mobilität und Internationalisierung. Also vielleicht ist es ein fränkisches Phänomen, das weiß ich nicht. Insofern, ich würde mir sehr wünschen, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein könnte, weil ich dann eine Dringlichkeit im Haus erzeugen würde. Ich empfinde zum Beispiel, dass Hochschulen in den neuen Bundesländern fantastisch ausgestattet sind und keineswegs gehen dort die Ströme hin. Man könnte vermuten, ein toller Hochschulort, eine tolle ausgestattete Hochschule ist der Platz, an dem ich sein möchte. So ist es leider nicht. Also wir müssen es aus anderen Gründen tun. Leider haben wir da keinen Schwung, den wir mitnehmen können. Ja, kann ich kurz machen. Wir evaluieren es auch. Und das erste, der zweite und der dritte Grund sogar ist Nähe zum Heimatort. Das ist immer, wo die wohnen. Und dann ist noch dann als vierten Grund Hamburg. Ne? Denn wenn die hierher kommen, kommen die nicht wegen tollen Forschern oder wegen, das interessiert die alles nicht. Nähe zum Elternhaus, das ist es leider. Lassen Sie mich aber noch mal ganz kurz auf den Aspekt des Wettbewerbs eingehen, weil der Wettbewerb ist ein ganz entscheidender Punkt, den uns die Digitalisierung gebracht hat. Und ich glaube, dass der Wettbewerb eher sogar ein Hemmnis ist an einem bestimmten Punkt. Denn Lehre, wenn wir uns vorstellen, wie Lehre früher war, dann hatte der Lehrende im Wesentlichen in seinem eigenen Hörsaal Deutungshoheit über das, was er vermittelt hat. Und es hat ihm auch niemand reingeredet. Da hat sich nie ein Kollege reingesetzt und sich überhaupt mal angeguckt, was hat er da eigentlich gemacht, was erzählt er seinen Studenten, ist nie passiert. Man hatte in seinem eigenen Hörsaal Autorität und Deutungshoheit über die Inhalte. Das ändert sich mit der Digitalisierung plötzlich. Plötzlich wird Lehre ein kompetitiver Akt. Ich kann mir die Lehre von meinem Kollegen, so er denn digitalisiert und seine Inhalte öffentlich macht, was wir ja alle im Rahmen der OER-Initiative wollen, plötzlich anschauen und sagen, was macht der denn? Das ist ja furchtbar, das kann ich viel besser. Und ich glaube, dass dieser Wettbewerb für nicht wenige Kollegen ein großes Problem ist, die nicht bereit sind, ihre eigene Lehre so weit sichtbar zu machen, dass andere in der Lage sind, sich darüber ein Urteil zu bilden. Und ich denke, dass das auch der Grund dafür ist, über das Phänomen, über das wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass so wenige Lehrende bereit sind, Lehrmittel, digital basierte Lehrmittel, und da sprechen wir vor allem über das Video, von anderen Kollegen einzusetzen. Das liegt daran, dass man plötzlich einen direkten Vergleich ermöglicht von Person zu Person. Und Studierende können hergehen und sagen, ach guck mal, das, was der Professor da aus Stanford macht und wie der das macht, ist ja viel besser als mein eigener Professor. Und dann hat man plötzlich als Prof blank gezogen sozusagen. Und dann sieht man irgendwie, das klappt alles jetzt plötzlich gar nicht mehr so gut. Dieser kompetitive Aspekt ist, glaube ich, etwas, das digitale Innovationen bei manchen Kollegen tatsächlich verhindern kann. Ja. Herr Gold? Ich bin nicht ganz sicher, ob das, also sagen wir es mal so, ich glaube, ich bin sicher, dass das nicht, dass es vielleicht durch die Digitalisierung noch verstärkt ist, aber das Phänomen ist bestimmt kein genuin digital entzündetes. Da will jetzt keine Geschichten aus meiner Studien- oder Lehrzeit erzählen, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass es, wenn es Wettbewerb gibt um gute Lehrer, den gab es natürlich schon immer. Und insofern darf man den Punkt sicherlich nicht überschätzen. Vielleicht kann er noch einen kleinen Akzent setzen. Ja, Dorothee Meister, Universität Paderborn. Ich wollte nochmal vorher darauf eingehen, was Sie gesagt hatten, dass wir einmal sozusagen die digitale Technologien einsetzen und das eben auch lernen müssen. Auf der anderen Seite sprechen wir über die Lehre. Und mir fällt auf, dass wir eigentlich sozusagen oftmals darüber sprechen, sozusagen, dass die Lehre viel innovativer eigentlich werden müsste
und dass wir in dem Zusammenhang eigentlich wenig nochmal darüber nachdenken, wie wir eigentlich mit der Hochschuldidaktik umgehen. Ich denke, also bei uns an der Hochschule war es auch so, dass über den Qualitätspakt Lehre die Hochschuldidaktik überhaupt erst wieder so einen Schwung bekommen hat. Davor war die eigentlich ziemlich vernachlässigt. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch bei dieser ganzen Diskussion sozusagen um die Digitalisierung in der Lehre auch die Hochschuldidaktik nicht vergessen, sondern die als wirklich Verbündete mit aufnehmen. Und dass wir versuchen, da auch nochmal wirklich Koalition zu machen, indem wir einmal die Nachwuchswissenschaftler eben nicht nur einfach in Nordrhein-Westfalen haben wir sozusagen so ein Programm, wo es Hochschuldidaktik gibt, aber da ist Digitalisierung bisher eigentlich noch kein großer Bestandteil. Und dass es das integriert wird und für die anderen Hochschullehrer auch sowas wie Formate entwickelt werden, um sich über Lehre auszutauschen und über diese Formen eben auch einzusetzen. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch noch so ein Bereich, ein Desiderat, wo wir schauen müssten, wie könnten wir das eigentlich auch nochmal verbessern und so diese Austauschformen verbessern. Drei haben direkt zum Mikro gegriffen. Ne, vier sehe ich jetzt sogar. Ja, Sie müssen sich nur einigen. Frau Ghetto, fangen Sie an. Ich glaube, ich war zwar nicht die Erste, aber ich bin total froh, dass Sie das sagen, Frau Meister. Wir erleben das irgendwie an ganz vielen Stellen im Moment in Diskussionen mit den hochschuldidaktischen Zentren in Nordrhein-Westfalen, in der Diskussion darum, dass Digitalisierung oftmals ein Thema ist, was gar nicht traditionell in der Hochschuldidaktik verankert ist. Das liegt auch einfach an den Strukturen, an den Hochschulen, an den Biografien der Akteure. Dass sozusagen die klassischen E-Learning-Akteure, also diejenigen, die Support im E-Learning-Bereich machen, die Schulungen dazu machen, die den Lehrenden zur Seite stehen, dass das nicht unbedingt Leute sind, die in der Hochschuldidaktik arbeiten. Und dass wir irgendwie erleben, dass es da so ein bisschen so eine Parallelstruktur gibt. Manchmal ist das in Personalunion, wunderbar, an der Hochschule ist das dann so, aber das ist nicht die Regel. Und dass wir das eigentlich aber mitbedenken müssen, sonst schaffen wir sozusagen Parallelstrukturen, wenn wir einerseits sozusagen E-Learning-Weiterbildungen anbieten oder E-Teaching-Weiterbildungen anbieten und auf der anderen Seite das aber irgendwie nicht in den Hochschuldidaktikprogrammen wiederzufinden ist. Von daher würde ich das sehr unterstützen, was Sie da sagen. Herr Gaul, Herr Knutzen, Frau Weißmann. Vielleicht habe ich das falsch gehört. Ich hatte ein bisschen eine Sorge bei Ihnen rausgehört, dass vielleicht Digitalisierung oder wir sagen mal innovative Lehr- oder Lernformate, wie immer innovativ das auch sei, zu stark in den Vordergrund kommt. Ich würde auch unterstreichen, es geht um eine Verbindung. Gleichwohl erlebe ich in der Diskussion oft nochmal so eine Unterscheidung, dass zum Beispiel diejenigen, die digital auch neugierig sind, den Eindruck erwecken, als ob sie Didaktik nicht interessieren würde, was ich ehrlicherweise schwer nachvollziehen kann. In dem Moment, wo ich meine Lehrveranstaltung anfasse, um zu gucken, was kann ich da an digitalen zum Beispiel Elementen einführen, fange ich an, didaktisch zu fragen. Ich kann, ich nehme mal Pingo, wenn Sie aus Paderborn kommen, wenn ich mir überlege, wo setze ich so ein Instrument ein, muss ich über meine Lehrveranstaltung nachdenken. Und das sind genuin didaktische Fragen. Und als ich vorhin sagte, wir fehlen das mehr auch in unsere Onboarding-Programme ein, dann einfach um zu zeigen, es ist ein Teil selbstverständlicher Realität und es geht immer darum, zielorientiert zu handeln. Also das Werkzeug muss zum Ziel passen, der Hammer ist es eben nicht immer. Aber ich sage mal, das ist ja eigentlich so eine didaktische Grundfigur oder Denkfigur zu sagen, anders geht es nicht. Und für mich als Hochschulleitung ist es eigentlich nicht nur wichtig, die Dinge zu verzahnen, was die Lehre angeht, sondern wirklich auch alle Supportstrukturen in der Hochschule zu verzahnen und auch mein Personal in Administration und Services so aufzustellen, dass der Umgang mit digitalen Möglichkeiten auch selbstverständlich wird, dass sie verstehen, was gemacht wird. Und es geht ja immer darum, Lehre nicht nur anders oder Handeln nicht nur anders, sondern auch besser zu machen. Die Frage, was habe ich denn davon, wenn ich dieses oder jene digitale Tool nutze, ist doch sehr klug. Und es geht darum zu sagen, wir stellen Prozesse mit Hilfe von Technik, wie immer sie denn auch heißt, so um, dass wir einen Effizienzgewinn haben, dass wir andere Ressourcen freikriegen, dass jemand sich auch entwickeln kann, weil er vielleicht automatisierte Tätigkeiten können wir digital anders abbilden und so weiter und so weiter. Und im Grunde geht es um Hochschulentwicklung. Und manchmal habe ich ein bisschen Sorge, dass wir die Diskussion um Digitalisierung auf Lehre verkürzen. Denn im Kern geht es für mich darum zu sagen, welche Geschäftsmodelle haben Hochschulen im Zeitalter der Digitalisierung. Es geht mehr um Geschäftsmodelle. Und Lehre ist ein, wenngleich sehr wichtiger Kernprozess, aber nicht der einzige.
Ich würde sehr zustimmend da nochmal anknüpfen wollen. Aus der Sicht der Hochschulleitung, die ja, ich betone es nochmal, die Gesamtverantwortung für ganz viele Prozesse an ihren Hochschulen tragen, ist ja sozusagen die Kunst in diesem Prozess, die Gestaltungsmöglichkeiten, vielleicht auch Veränderungen, auch Verbesserungen der Digitalisierung zu nutzen, ohne gleichzeitig das Signal auszusetzen, es hätte vorher so etwas wie eine Qualitätsdiskussion über Lehre noch nie gegeben, sozusagen. Und genau das ist die Kunst bei allen Moderationsprozessen, vor denen die Hochschulleitungen stehen. Und hier wird genau das nochmal sehr anfassbar. Also ich glaube, Hochschuldidaktik funktioniert immer dann am besten, wenn nicht Hochschuldidaktik draufsteht. Also ich kenne Kollegen, die, wenn sie denen mit einer hochschuldidaktischen Fortbildung kommen, die hängen sich Knoblauch an Türrahmen. Also das ist die wollen nichts zu tun haben mit Hochschuldidaktik. Sobald sie aber hergehen und sagen, oh schau mal, du hast hier ein Video oder irgendein digitales Lernmedium und jetzt brauchst du ein anderes Instructional Design, dann gehen nicht sofort die Vorhänge runter, sondern dann kann man mit denen sprechen über Lehre. Das habe ich vorhin gemeint mit dem Aspekt der Hochschuldidaktik durch die Hintertür. Wir schaffen es, über Digitalisierung plötzlich mit Kollegen über Lehre zu reden, bei denen sie das nie für möglich gehalten hätten. Und das ist ein ganz großer Schritt, den wir erreicht haben mit der Digitalisierung. Ich pflichte Ihnen aber völlig bei. Wir wissen aus allen Wirksamkeitsevaluationen, dass der Mehrwert des elektronischen Mediums, wenn wir über Digitalisierung reden, dass der nicht entsteht, weil sie jetzt ein Video machen. Und dass auch die Videoqualität, wir haben es vorhin gehört, Hollywood oder Home Studio, dass das nahezu keine Rolle spielt. Wichtig ist, dass sie erstmal so ein paar Lehrinhalte digitalisieren. Aber die eigentliche Lernwirksamkeit entsteht, und das wissen wir aus aller Forschung, immer in der Präsenzphase. Und wenn wir über die Präsenzphase reden, dann reden wir über Hochschuldidaktik und dann sind wir endlich da angekommen, wo wir seit Jahrzehnten hinwollen, nämlich, dass sich Lehrende plötzlich mal Gedanken darüber machen, wie kann ich eigentlich gut lehren und wie kann ich die Präsenzphase so gestalten, dass meine Studierenden massiv und optimal davon profitieren. Und dann müssen wir uns auch plötzlich keine Gedanken mehr machen über Anwesenheitspflichten, dann kommen die nämlich wieder gerne. Hallo, mein Name ist Carina Pirsig und ich habe auch gerade Professoren dabei unterstützt, ihre Lehre sozusagen online abzubilden, habe Online-Kurse mit ihnen gebaut. Und ich glaube, eine große Barriere war immer das Selbstverständnis, ich bin Forscher und nicht Lehrer. Das haben wir jetzt heute auch schon besprochen. Und gerade als Sie wiederum sagten, Videos schaffen ja auch eine gewisse Transparenz, auch von meinem Kollegium. Inwiefern könnte ja auch das eine Zertifizierung bedeuten oder ein ganzes Zertifizierungssystem? Genauso wie ich als Forscher über meinen Output definiert werde und das mich natürlich auch motiviert, wenn ich in gerankten Journals erscheine und ein Peer Review bekomme, zu sagen, das kann genauso in der Lehre passieren, weil es ist digital. Es könnte genauso ein Ranking bekommen, es könnte ein Peer Review bekommen und dadurch vielleicht auch den Professor motivieren, nicht nur Forscher zu sein, sondern auch Lehrer, weil er kriegt ein Feedback, er kriegt eine Zertifizierung, Zertifikat. Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Also er kriegt halt ein Feedback, das seinen Wert sozusagen steigert letztendlich, also das ist seine Währung quasi. Muss man so eine neue Währung einführen? Herr Knutzen. Ja, was ist eine neue Währung? Als wir mit dem Stifterverband in Asien waren, haben wir an einigen Hochschulen interessante Dinge gesehen. Die haben nämlich ganz bewusst den Wert von Lehre ins Zentrum gestellt. Die haben das architektonisch großartigste Gebäude war das Zentrum für Lehre. Die haben Lehrpreise entwickelt an den Hochschulen, die sehr hoch dotiert waren und so ein bisschen so im asiatischen Stil, wie so Transformers, waren da so die Köpfe der Professoren drauf, war so richtig so Roboter und so. Also die haben versucht, das wirklich so ins Zentrum zu stellen. Das sind unsere Helden, so richtig die Stars. Das gibt es in Deutschland überhaupt nicht. In Amerika gibt es das auch eher, wo sich Professoren über ihre Lehre profilieren können. Das gibt es in Deutschland nicht. Vielleicht kann man das einführen, vielleicht liegt das aber auch nicht so in unserer Hochschulkultur. Ich weiß das nicht. Ich fand das gut, was die gemacht haben. Die haben es auch ganz bewusst gezielt. Das machen wir nicht so in Deutschland. Vielleicht gibt es auch keine so guten Lehrpreise oder so. Bei uns in Deutschland ist es ja immer so ein bisschen so dieser Vorwurf, zumindest an technischen Hochschulen, wo ich herkomme, je Forscher die Lehre, desto Lehrer die Forschung. Und so handelt die. Ich würde doch ganz kurz das etwas schwarze Bild, das du malst, relativieren wollen. Ich komme von einer HAW und das ist natürlich traditionell ein Hochschultyp, der sich auch immer gemüht hat zu sagen, wir sind nicht nur Lehrende, aber wir sind in der Tat schon aus Tradition immer auch Lehrende. Da tun wir uns ein bisschen leichter. Ich muss die Hunde nicht zum Jagen tragen, was die Lehre angeht. Deswegen kommen die. Das macht es vieles leichter. Aber ist das vielleicht trotzdem so, was Herr Knutzen ansprach, dass die
im Grunde die Lehrpreise, die es vielleicht in den Fakultäten oder auch hochschulweit gibt, dass sie so ein bisschen unter Wert verkauft werden? Also für unseren Hochschultyp, sage ich mal, würde ich das nicht sagen, weil die Motivation, an einen solchen Hochschultyp zu kommen, ist wirklich, ich lehre gerne, ich verbinde gerne Wissenschaft mit Praxis und schön, wenn ich auch forschen kann. Aber es ist in der Tat dieser Dreiklang und es ist durchgängig wirklich auch ein Wunsch, was an junge Menschen weiterzugeben. Also insofern bin ich da ganz offen. Fachhochschulen sind fein raus. So. Ja, vielleicht nur noch mal den Hinweis. Suchen Sie mal auf den Hochschulen, wo die Ars Legendi-Preisträger benannt worden sind, auf der Homepage der Hochschule, ob sie da benannt sind. Finden Sie nicht. Also Sie finden es bei den Fakultäten oder Instituten, aber nicht auf der Hochschule. Das ist ja ein Zeichen. Also das ist offensichtlich auch nicht im Interesse der Hochschule. Aber wer, wenn nicht Sie als Vizepräsident, müssen das doch anschieben? Ja, wir machen das natürlich auch. Wir haben nur keinen Ars Legendi-Preis gekriegt. Das ist das Problem. Ach so. Den muss man mir nur geben, dann steht das auch drauf. Thorsten Eimann, Universität Bayreuth. Ich habe eine Frage, die ein bisschen in die Richtung geht. Lehre ist nicht alles bei der Strategieentwicklung. Ist es ein Teil davon, einer Universität oder Hochschule weiterzutreiben? Und was mir ein bisschen fehlt dabei, ist dieser Aspekt von Forschung und Lehre. Denn Herr Persicke hatte das ja auch schon gesagt, so ein bisschen, also sozusagen nur mit der Didaktik zu kommen zu einem Hochschulprofessor oder zu einer Hochschulprofessorin ist manchmal etwas schwierig. Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt, die Ihre Kollegen, Ihre Dozentinnen und Dozenten bei dem zu packen, was sie am meisten brauchen, nämlich gute Mitarbeiter? Normalerweise ist es so, dass wir Wissenschaft heute betreiben, indem wir über Kontinente hinweg mit Google Docs Papiere schreiben, indem Leute sehr ausgefeilte IT-Systeme nutzen, Softwareprogramme, um Forschung zu betreiben. Und eigentlich ist doch die inhärente Motivation des Wissenschaftlers, sich gute Mitarbeiter dafür heranzuziehen, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Methoden und diese Tools kennen. Und daraus resultiert doch eigentlich ein Grund, eine gute Lehre für die Doktorandenausbildung und eine gute Lehre im Master anzubieten, welche diese Digitalisierung zum Thema hat. Aber irgendwie wird das nicht gemacht. Wir haben sehr viel über Bachelor und Lehramt gesprochen bisher. Wer möchte? Herr Persicke. Herr Knutzen, egal. Wenn ich noch mal darf. Also wir haben bei uns an der TU jetzt auch aus dem Grund, wie kriegt man eigentlich die Hochschuldidaktik attraktiv, dieses Konzept der forschungsorientierten Lehre noch mal richtig durchdekliniert. Also richtig gesagt, wie würde man eigentlich ein Curriculum aufbauen, dass man diese Idee der Forschungsorientierung mit zunehmendem Aktivitätsgrad der Studierenden und mit einer zunehmenden Prozessbetrachtung von Forschung, wie würde man das in so ein Curriculum einbauen können? Und das war tatsächlich eine Diskussion, die dann bei den Professoren extrem gut funktioniert hat, weil diese Verbindung, also über Lehre aus der Forschung nachdenken. Das hat die motiviert, das fanden die gut. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, also stellen Sie mal eine Neuner-Matrix vor, Sie haben Forschungsergebnisse, Forschungsmethoden und Forschungsprozesse. Und Sie haben den Aktivitätsgrad der Studierenden von rezeptiv, übend und selbstständig. Da haben Sie 9 Felder. Und diese 9 Felder können Sie Curriculum reinlegen. Und hinter jedem dieser 9 Felder liegen natürlich Methoden, die wir aus der Hochschuldidaktik kennen. Problem-Based Learning und Case Studies und alles Mögliche. Methodenseminare und alles Mögliche. Und so kriegen Sie es tatsächlich hin, dass auch die eher aus der ingenieurswissenschaftlichen Denke, die Professoren, dann gerne über Didaktik nachdenken. Da kann man dann übrigens auch nochmal die Medien dranhängen an dieses Modell. Und dann haben wir nämlich genau das, was wir wollen. Die Professoren wissen, dass sie sehr gute Mitarbeiter später kriegen, aber Sie hatten es ja schon gesagt, wir bilden nur ungefähr 20% der Leute für die Hochschule aus. Der Rest geht in den Markt, 80%. Aber zusätzlich passiert durch Forschung ja noch was ganz Tolles. Man erzielt nämlich erstmal auf einer soliden fachlichen Grundlage, aber man erzielt einen kritisch konstruktiven Studierenden, der in der Lage ist, kritisch, konstruktiv, selbstständig, aktiv, handeln, zu forschen. Und das ist ja genau das, was dann auch in der Industrie verlangt wird. Wir bilden Leute aus für einen Arbeitsmarkt, die dann 30 oder 40 Jahre in diesem Feld bestehen müssen. Und das ist nicht mehr so wie früher, dass man ausgelernt hat. Das heißt, wir müssen den Leuten ja irgendwas an die Hand geben, den Studierenden, dass sie in der Lage sind, dann die 30 oder 40 Berufsjahre forschend natürlich, also sich permanent weiterentwickelnd, zu überstehen. Und ich finde, in diesem Modell fließt dann alles zusammen, was wir brauchen. Das passt, die Motivation ist hoch. Die Zugänglichkeit ist hoch, das entspricht dem Bild von Hochschule. Also das funktioniert gut. Herr Persicke.
Absolut. Ich hab gerade an eine Ausschreibung unseres Gutenberg-Lehrkolleg gedacht, dass an der Uni Mainz eben Gelder für Lehrprojekte, für innovative Lehrprojekte ausschreibt. Es hat in keiner einzigen Ausschreibung mehr Beteiligung gegeben als bei der Ausschreibung, in der es um forschungsorientiertes Lernen ging. Das heißt, das ist etwas, wo Sie die Kollegen wirklich abholen können und sagen können, das ist was für dich. Ich glaube nicht, dass wir das Argument brauchen, dass wir da guten Nachwuchs finden. Denn um guten Nachwuchs zu finden, da reicht es, wenn ich im ersten, zweiten Semester mir die zwei raussuche, von denen ich das Gefühl habe, das sind die High Potentials, und dann kann ich die mal als Hiwi einstellen und dann sehe ich, aha, das funktioniert und so, und dann lernen die eigentlich nebenbei die Dinge, die sie dann später brauchen, wenn ich ihnen das Angebot mache, komm irgendwie, arbeite doch mal für mich. Ich glaube, das ist nicht die eigentliche Motivation der Nachwuchssuche, sondern vielmehr das forschende Arbeiten mit den Studierenden, dass man plötzlich als Lehrender merkt, dass sich die Studierenden für das eigene Herzblut interessieren, für das eigene Fachgebiet interessieren. Nicht nur bei mir für die Statistik, sondern auch für die Bereiche, in denen ich forsche. Das erzeugt eine ganz andere Motivationslage bei Lehrenden, plötzlich mit den Studierenden am ureigensten Interesse zu arbeiten. Ich glaube, das ist der Punkt, warum forschungsorientiertes Lernen so gut funktioniert, auf beiden Seiten. Herr Gaul. Einfach nur noch mal den Kommentar, die Diskussion, die wir jetzt hier führen, ist eine extrem wichtige. Auch hier wieder aber der Punkt, dass Sie natürlich eine so grundsätzliche ist, dass sie nicht zwingend mit der Frage der Digitalisierung verknüpft ist. Wir können die Digitalisierung jetzt noch verbessernd dafür nutzen. Wenn Sie noch mal daran denken, wie intensiv und im Grunde nicht abgeschlossen die Diskussion etwa zur Frage war, ob wir erkennen und nachweisen können, welche Effekte sich auf die Lehre ergeben haben aus der ersten Iteration der Exzellenzinitiative, der heutigen Exzellenzstrategie. Das ist eine völlig offene Diskussion, die an den Hochschulen und in den Gremien auch ganz kontrovers geführt wird, zur Frage, zu welcher Einschätzung wir hier kommen. Und insofern ist die Verbindung der beiden Faktoren sicherlich ohnehin ein guter Träger, speziell auch für unsere Frage der Digitalisierung. Jürgen Handke, Uni Marburg. Nur ein kurzer Tipp an die Podiumsteilnehmer. Machen Sie doch mal auf Ihre Homepage einen Link zur Lehre, Herr Knutzen, Frau Ghetto. Haben wir. Nee, untergeordnet. Sie haben einen Link zum Studium. Wir haben es gerade mal gecheckt. Lehre. Fachhochschule Nürnberg, okay, haben Sie haben den. Wir haben den ganz prominent. Das müssten alle Hochschulen so machen. Wird uns schon viel weiterhelfen. Frau Ghetto, ja klar. Mitgenommen. Ist drauf. Studium hieß es. Die haben gerade geguckt. Ich habe gesehen, die haben da schnell auf dem Smartphone geguckt. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich gucke mal gerade so hier in die Runde. Dann schauen wir doch mal hier nochmal weiter. Ich würde gerne mal zurückkommen zu diesem Punkt, weil wir da wieder so ein bisschen weggedriftet sind von der Frage, welche Rolle können Studierende spielen, wenn es um diese Innovationskultur geht? Also wir reden viel über die und mit der Lehre über die Studierenden, was wir ihnen beibringen wollen und wen wir gerne als gute Mitarbeiterinnen, guten Mitarbeiter hätten. Aber gibt es möglicherweise was, wo man die auch aktiver einbinden kann? Gibt es Modelle, gibt es Ideen, wo Sie sagen, da kriegen wir das angekurbelt? Ich weiß, dass Sie, Herr Persicke, sich zum Beispiel mit dieser Frage ja ziemlich beschäftigt haben. Ja, natürlich gibt es diese Formate, aber auch da sehen wir, das kommt nicht zum Nulltarif. Alle Kollegen, mit denen ich spreche, die versucht haben, zum Beispiel Student-Generated Video zu produzieren. Das heißt, Studenten gehen her und drehen Videos über bestimmte Inhalte, die dann eben in die Lehre einfließen. Zum Beispiel, man gibt ihnen ein Thema und sagt denen, mach mal hier eine Abhandlung über dieses Thema in 3 Minuten und dann drehst du einen Film darüber. Der Aufwand für den Lehrenden ist so massiv hoch mit solchen Formaten, dass sie das nur machen, wenn sie hoch motiviert sind als Lehrende, das wirklich machen zu wollen. Studierende ein Video machen zu lassen, ist mehr Arbeit als das Video selbst herzustellen. Und deshalb glaube ich, dass all diese Formate, über die wir sprechen, auch Formate, in denen wir kollaborativ mit Studierenden zusammen Lerninhalte produzieren, sind Formate, die viel Zeit kosten. Und das müssen sie rechtfertigen und das müssen sie als Lehrende auch wollen. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt immer noch sehen, dass die meisten meiner Kollegen, wenn ich denen erzählen würde, wie viel Arbeit sowas ist, wenn Jürgen Handke seinen Kollegen erzählt, wie viel Arbeit es ist, Studierende Videos drehen zu lassen, dann würden die meisten von denen sagen, oh Gott, ja, das mache ich auf keinen Fall. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil wir immer noch diese fehlende Motivation, die eigene Zeit reinzustecken, an den Hochschulen haben, zu Recht haben. Ich glaube, Lehrende sind gut beraten, nicht zu viel Zeit in die Lehre zu stecken, wenn es um die eigene Karriere geht. Insofern glaube ich, dass wir
dass wir zwar mit Studierenden arbeiten können, aber unsere Studien haben alle gezeigt, die Studierenden sind auf keinen Fall die Treiber. Die Studierenden sind extrem pragmatisch. Sie nehmen das, was wir ihnen vorsetzen in der Lehre. Das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite ist das aber auch, liegt darin ein großes Gestaltungspotenzial. Frau Weißmann, Herr Gaul. Was bei uns gelingt, und das ist eigentlich ganz banal, ein Raumkonzept. Wir haben einen Raum mit dem Learning Lab, in den Studierende einfach super gern kommen. Und da stehen Warum kommen die gerne? Weil der gemütlich eingerichtet ist. Es ist so banal, es ist wirklich so banal. Es ist kein klassischer Seminarraum oder Hörsaal. Und wir wissen ja, dass das Raum auch Verhalten auch ermöglicht oder auch verunmöglicht. Und da stehen halt technische Sachen rum. Das heißt, wenn die dort was machen wollen, wir haben auch einen Flipchart oder wir haben auch einen Tisch, der ein Papierblock ist, da ist vieles möglich. Aber es hat Aufforderungscharakter. Und das war eine Idee von der. Und da melden sich Studierende und sagen, können wir das nicht überall haben? Da gehen Studierende in die Dekanate und sagen, können sie nicht irgendwie die Gelder, die wir haben, zur Verbesserung der Lehre auch in so einen schönen Raum setzen, weil da sitzt man so nett, da kann man Kaffee. So, es ist zum Teil, finde ich, was wir sehr stark vernachlässigen, welchen Aufforderungscharakter Räume haben. Und wir investieren in Räume auch aus Ressourcengründen, aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt wenig. Dazu passt sehr gut, dass wir gerade dabei sind, ja vor allem für die Hochschulbibliotheken auch neue Definitionen zu entwickeln. Und da führt sich das insofern zusammen, dass die digitalen Angebote, die dort vorhanden sind, dann eben kombiniert sind mit einer Aufforderung durch einen ansprechenden Raum. Aber, und das ist ja ganz wesentlich, eben auch der Möglichkeit der Studenten, sich auszutauschen. Und wir wissen ja eben aus den Studien, die schon angesprochen sind, die Präsenzlehre ist für die Studierenden deswegen auch so wichtig, weil sie dann auch die Kommilitonen um sich haben. Und sie wollen sozusagen die ganze Breite der Interaktion zwischen den Personen, mit dem Lehrenden direkt und sicherlich auch, wenn man es gut anbietet, eben die räumlichen und digitalen Möglichkeiten nutzen. Frau Ghetto, Sie koordinieren ja solche Learning Labs. Was sind die Erfolgsfaktoren? Also wir haben auch ein Learning Lab. Das ist aber, glaube ich, bei uns ein bisschen anders. Also das benutzen die Studierenden so ohne weiteres nicht von sich aus. Was ich noch mal gerade gedacht habe, auch auf unserer Asienreise, was wir ja gesehen haben, diese sehr, sehr, sehr schönen Räume, die für Studierende dort bereitgestellt wurden. Räume mit genügend Steckdosen, Räume mit unterschiedlichen Sitzgelegenheiten, schallisolierte Räume sozusagen mit Videokonferenzmöglichkeiten, Räume, in denen man auch irgendwie flexible Anordnungen hat mit Tischen und so weiter. Ich habe gedacht, das ist auch irgendwie eine Wertschätzung der Studierenden, denen diese Räume zur Verfügung zu stellen und denen zu sagen, so, hey, kommt her, arbeitet hier so zusammen. Und dann kam ich zurück nach Essen und alte Ruhrgebiets-Uni und klar, da läuft auch einiges gut und wir haben ein Learning Lab zum Beispiel und wir haben auch schöne neue Räume, aber wir haben halt auch irgendwie nicht so richtig den Platz für die Studierenden, wo die sich tummeln können, wo die irgendwie gut zusammenarbeiten können mit digitalen Medien, in Gruppen, wie auch immer. Ich glaube, dass wir einerseits klar irgendwie von den Studierenden viel erwarten und viel erwarten können auch, da irgendwie aktiv zu sein, aber auf der anderen Seite halt auch überlegen müssen, was brauchen die eigentlich noch? Und wo können wir auch irgendwie eine Atmosphäre schaffen oder ein Umfeld schaffen, in denen es auch nahe liegt, dass sie eben sich auch auf innovative Lehrkonzepte einlassen? Vielleicht noch zur Atmosphäre. Dieser Raum, den wir da gesehen hatten in Asien, das war so wirklich toll designt und der hieß Learning Garden. Und wir haben auch so einen Raum bei uns, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten und der heißt K1520. Daran erkennt man den Unterschied. Aber ist das nicht ein eigentlich deprimierender Outlook? Also wenn wir mal auf den Titel unseres Podiums zurückkommen, vom Reallabor in die Fläche. Dann haben wir über Räume gesprochen, die baut man nicht mal eben so. Das hat Frau Weißmann gerade gesagt. Wir haben vorhin über Lizenzen gesprochen. Die sind teuer und die kauft man nicht mal einfach so. Wir haben von modernen didaktischen Methoden gesprochen. Die eignet man sich nicht mal eben so an, wenn man nicht unbedingt motiviert ist. Meine Frage ist, haben wir nicht, wenn wir die Räume anschauen, wenn wir die Kosten anschauen, haben wir nicht so große Hemmnisse, dass die Gefahr groß ist, dass wir in 5 Jahren sitzen und sagen, ja, es gibt jetzt mehr Leuchttürme, wir sind ein bisschen in die Breite gekommen, aber in Wahrheit ist es uns eigentlich nicht gelungen? Ich würde jetzt mal gern noch mal den Part der Optimistin nehmen. Danke. Weil
Die Ressourcenfrage finde ich, also natürlich, das ist eine Frage. Und zum Stichwort Räume bauen, ich kam auch aus Asien zurück und habe gedacht, wir bauen gerade ein neues Informationszentrum. Es war noch kein Spatenstich und ich habe gedacht, klasse, wir können das ganz anders konzipieren. Mir wurde gesagt, nein, ich müsste einen neuen Bauantrag stellen, ich kann es vergessen. Das ist das eine. Also an der Stelle knicke ich auch ein. Gleichwohl, wir haben Containerbauten, weil wir eine Interimslösung brauchen. Die können wir mit, Container sind teuer, aber die Innenausstattung kann ich auch mit relativ kleinem Geld anders machen. Ich kann die Wand gelb streichen oder ich kann sie weiß lassen. Es sind manchmal wirklich kleinere Dinge, die möglich sind. Und das kann ich nicht so nach außen tragen, weil jeder sagt, Frau Weißmann, das ist also wirklich nicht so eine super tolle Idee und banal. Aber in der Wirkung wird es unterschätzt. Und ich würde dann, glaube ich, eher immer für die Möglichkeiten plädieren und gucken. Es wissen wir alle, wenn wir was angehen, wenn ich ein Projekt führe, ich habe 10 Ziele und davon 8 kann ich knicken, aber es tun sich 5 neue Türen auf und ich versuche, diese neuen Türen zu nutzen. Und das sehe ich in dem Prozess dann doch ein bisschen optimistischer. Also jetzt muss ich so sagen, ja, natürlich mal meinen offiziellen Hut aufsetzen. Also die dramatische Unterschätzung des Hochschulsystems ist ein Phänomen, dem man gelegentlich begegnet. Ich weiß, dass ich jetzt in der falschen Kirche predige. Wir sind uns ja hier im Wesentlichen einig. Aber ich glaube schon, dass wenn man sieht, welche Möglichkeiten wir haben und wie die Hochschulen sich auch bewegen mit ihren Partnern, ganz wichtig, natürlich nicht allein aus eigener Kraft oder weil sie alles am besten wüssten. Deswegen glaube ich schon, dass wir keinen Grund haben, sozusagen deprimierend zu gucken, wenn wir uns zusammenschließen und die Allianzen finden und aus unseren Mitteln, die erheblich sind, etwas machen, dann wird sich auch in diesem Punkt das Hochschulsystem sicher gut bewegen. Wenn wir gucken auf die anderen Baustellen, die wir jetzt sozusagen aktuell und in der Vergangenheit hatten, dann ist natürlich nicht alles perfekt, aber es sind doch immer wieder kreativ Ressourcen freigesetzt worden, gerade auch im Zusammenspiel mit den Partnern in Bund und Ländern, im Wissenschaftssystem, im gesellschaftlichen System. Also da wäre ich sozusagen eher auch optimistisch, wenn wir es schaffen, eine gute Geschwindigkeit für uns zu definieren. Also wenn das jetzt irgendwie so einen depressiven Touch kriegt, die Diskussion, das täte mir ja total leid, weil wir genau das Gegenteil wollen. Ich glaube, es gab noch nie eine Situation, die so gut war, also wo Bund und Länder und Hochschulen, die Landesministerien, die Professoren, wo es auf so eine breite Resonanz fallen kann. Das gab es, glaube ich, noch nie. Wir müssen das nur nutzen. Mein Plädoyer wäre nur, wir müssen versuchen, es nicht so überbordend kompliziert zu machen, sondern mehr, wie ich eingangs sagte, so ein bisschen agil auf die Straße bringen. Wir müssen jetzt was tun, weil die Situation jetzt so gut ist. Man muss jetzt was tun. Aber ich glaube, die Situation war noch nie so gut, wie sie jetzt ist. Und nur weil wir uns alle einig sind und man vielleicht außerhalb unseres Kreises noch ein bisschen was zu tun, dann heißt ja nicht, dass man es nicht tun sollte. Wir müssen es jetzt machen. Aber wie gesagt, diese Konstellation, die wir jetzt haben, schreit doch gerade dazu, danach jetzt Tempo aufzunehmen oder was zu machen. Das müssen wir jetzt machen. Also das soll jetzt auf keinen Fall, glaube ich, rüberkommen, bei uns allen nicht. Ne? Wir sind alle davon überzeugt, dass man was machen kann und dass sich das auch lohnt und dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür ist. Nein, also kein Grund zur Depression. Ne? Nein, keine Depression und der nächste therapeutische Beitrag kommt von hier. Ja, hallo, Philipp Höllermann von der Internationalen Hochschule Bad Honnef. Ich wollte ein wunderschönes, fast zitierfähiges eine Aussage aufnehmen. Die Studierenden nehmen das, was wir ihnen bieten. Und das ist teilweise richtig, aber das ist nur so lange richtig, wie wir von den traditionellen Studierenden reden. Denn ich möchte einfach mal darauf hinweisen, sobald man aus dem Bereich rausgeht, wir sind eine private Hochschule, dann sind die Anforderungen an die digitale Lehre sehr viel höher. In der letzten Studie, die ich dazu auch durchgeführt habe, ist es so, dass digitales Lernen, die Existenz von gutem digitalen Lernen, der drittwichtigste Grund ist, ein Studienprogramm zu wählen im Fernstudienbereich. Und der zweitwichtigste ist übrigens Flexibilität des Studienmodells. Und das sind Bereiche, in denen staatliche Hochschulen häufig noch deutlich hinterherhinken und wo man hingehen müsste. Der erste übrigens, und das ist die gute Nachricht, ist es immer noch der Inhalt des Programms. Aber eben nur noch knapp davor. Bitte. Vielleicht direkt dazu, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, wenn man nach Amerika guckt, dann sieht man ja auch da, wie es bei euch ja auch ist, wo es einen Kostentreiber gibt, also wo Studium Geld kostet, wie in Amerika auch, ist es deutlich anspruchsvoller. Also jetzt, wir waren vor 2 Wochen bei edX und als wir da waren, hatte gerade Oxford auch unterschrieben, die jetzt auch edX-Partner werden, als aktuelle Nummer 1 der Welt. Und dann denkt man, gut, wenn jetzt sogar Oxford auch dabei ist, also von den Top 20 Universitäten 15, die da unter Vertrag sind, dann ist das ein Thema, was man nicht ignorieren sollte. Also alle müssen da mitmachen. Aber wenn man dann mit den Hochschulen spricht, dann ist das häufig so, dass sie sagen, ja, in welche Richtung das geht, wissen wir auch nicht genau, aber wir wissen, dass wir da
dabei sein müssen. Und das, glaube ich, ist auch gar nicht so schlecht erstmal, weil die Richtung für uns alle vielleicht auch noch so ein bisschen unklar ist. Aber jetzt abzuwarten, bis der Zug abgefahren ist und dann zu nehmen, was überbleibt, ist, glaube ich, nicht schlau, sondern man muss mitmachen. Und ich glaube auch, da bin ich vollkommen bei dir, dass sich die Anspruchshaltung ändern wird. So, und das, in Amerika ist es deutlich so. Also beim NIT, MIT studieren 95% der Erstsemester ungefähr ein Viertel des Studiums online, obwohl das On-Campus-Varianten dazu gibt. Einfach, weil sie es so gewohnt sind. So, und weil sie es besser finden. Das heißt, das wird bei uns auch passieren und dann sollte man möglichst nicht überrollt sein von dieser Entwicklung. Also für uns Hochschulen ist es noch so, noch kein Kriterium, aber es wird, das glaube ich auch. Herr Persicke. Wir sehen das auch in der Studie vom Stifterverband, die Ministerin Wanka vorhin angesprochen hat. Wir haben sehr stark geschaut auf diese 75-80% der Studierenden, die noch sehr konservativ unterwegs sind, mit klassischen Lernmaterialien lernen, für die ein PDF, eine PowerPoint-Präsentation immer noch das höchste der Digitalisierungsgefühle ist. Aber es gibt eben auch die 25% derjenigen, die voll digital unterwegs sind, die nutzen verschiedenste digitale Methoden. Das heißt, die gibt es. Und die sind nicht nur deshalb so unterwegs, weil die Hochschule ihnen alles anbietet, was sie brauchen würden. Nein, die suchen sich tatsächlich ihr eigenes Curriculum zusammen. Und ich glaube, dass das eine Studierendenschaft ist, die größer werden könnte. Das kann ich mir gut vorstellen. Und die man auf keinen Fall aus den Augen verlieren sollte. Würde ich absolut zustimmen. Gibt es von Ihnen weitere Wortmeldungen, Einwürfe, Rückfragen? Ja. Also das ist jetzt eine ganz banale Frage, aber diesen Raum, von dem Sie sprachen in Nürnberg mit diesem, also ja, was Sie sagten, sieht schön aus und so weiter und die Leute kommen dahin, was machen die denn dann da aber? Also wir haben ein Learning Lab eingerichtet, das erstmal die Zielsetzung hatte, auch Lehrende zu unterstützen, wenn es darum geht, mehr in digitale Lehre zu investieren und auch dazu zu lernen. Und wir haben aber gemerkt, dass es nicht sinnvoll ist, das einen Raum ausschließlich für Lehrende zu haben, weil für uns ist ja das Votum der Studierenden wichtig. Also wir investieren in Formate, ohne zu wissen, wie finden die Studierenden das. Und es ist ein Raum, der ausgestattet ist, auch räumlich mit unterschiedlichen Sphären, wenn Sie so wollen, also unterschiedlichen Bereichen. Ein Bereich, der aussieht wie ein Lounge-Bereich, da kann man miteinander sprechen und diskutieren oder über alles Mögliche. Es gibt die Möglichkeit, Videos aufzuzeichnen. Es gibt die Möglichkeit, Diskussionsgruppen zu machen. Es gibt die Möglichkeit, unter Anleitung auch mal neue Dinge auszuprobieren. Und das haben wir in verschiedenen Ecken letztendlich verortet. Das ist kein Riesenraum, das sind ungefähr 25, 30 Quadratmeter. Und der im Grunde auch so ein bisschen Modellcharakter hat, wie könnte denn ein Raum konstelliert sein, der Zusammenarbeit auch befördert und eben nicht so, was wir jetzt hier haben, Auditorium und jemand sitzt vorne, so sieht er aus und Sie finden es im Internet oder wären auch herzlich willkommen, wenn Sie ihn mal sehen wollen, dann würden wir es zeigen. Herr Persicke dazu? Ich glaube, man sieht hier die hohe Diversität dieser Fragestellung. Wir sprechen immer über einzelne Lehrkonzepte, wie zum Beispiel dieser Lernraum. Schlagen Sie diesen Lernraum mal einem BWLer vor, der 1200 Leute in seiner Erstsemestervorlesung sitzen hat. Dann sehen Sie, für den ist dieser Raum vielleicht nicht so geeignet, weil der ist gar nicht so groß. Aber das zeigt uns, dass wir individualisierte Lernformate entwickeln müssen. Wir brauchen diese Lernräume. Wir brauchen aber auch Methoden für Massenveranstaltungen. Wir brauchen Methoden für Praktika, für Seminare, für Übungen, für verschiedenste Gruppengrößen. Da sind wir erst ganz am Anfang. Und das ist etwas, wo, glaube ich, keiner von uns sagen kann, wie die Digitalisierung auf diese Behandlung von verschiedensten Interessengruppen innerhalb der Hochschulen wirken wird. Das ist etwas, von dem ich hoffe, dass das Hochschulforum Digitalisierung in den nächsten 4-5 Jahren da ein paar Antworten finden wird. Denn wir sprechen im Augenblick noch zu allgemein von Digitalisierung der Lehre und vergessen manchmal, dass die Studierendengruppen, dass die Fächer so heterogen sind, dass vielleicht das Aachener Modell einfach mal den einzelnen Fachbereichen Geld zu geben und zu sagen, macht damit, was ihr wollt, was dabei rauskommt, das gucken wir mal, das kann auch total unterschiedlich sein, ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Wir müssen an Hochschulen Geld freimachen für die Contentproduktion, für das Ausprobieren von Lernformaten und zwar in verschiedensten Kontexten, nicht nur im Bereich kleiner Gruppen, nicht nur im Bereich großer Gruppen, sondern flächendeckend. Und so kommen wir dann eben in die Fläche, indem wir Reallabore einrichten in den verschiedensten Fachbereichen, in den verschiedensten Fächerkulturen und für die verschiedensten Studierendengruppen.
Vielleicht ergänzend dazu, das ist ein Argument, was ich gerade von unseren BWLern natürlich oft höre, die großen Veranstaltungen, das ist ein unglaublich beliebtes Fach, wir haben keine 1200 offen gestanden, ich glaube, wir haben in den Erstsemesterveranstaltungen so 600 und ein Kollege macht das jetzt als Flip Classroom Modell und macht virtuell, er hat 66 Kleingruppen und die Idee kam ihm im Learning Lab, Klammer auf, auch noch unterstützt, wir haben gerade einen Kollegen aus Australien da, die dort durchgängig an der Hochschule so arbeiten. Insofern, das andere Raumkonzept zu sagen, oh, wie öde ist es, in einem aufsteigenden Hörsaal zu stehen, am Ende Klausuren zu korrigieren, wo Sie eigentlich, wenn Sie die Ergebnisse sehen, sagen, ich bin völlig ungeeignet als Lehrende, das ist so frustrierend, kommen dann in einer Umgebung, die auch ein bisschen was Inspirierendes hat, und das erleben wir hier auch, Räume haben was mehr oder weniger Inspirierendes, neue Ideen. Insofern, wir glauben oft, dass manches nicht lösbar ist, weil wir es seit 100 Jahren so machen. Und plötzlich kommt jemand und sagt, ach, geht doch. Und es geht. Ja, dann nehmen wir das doch als Schlusswort dieser Runde. Das war jetzt so optimistisch. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen für diese Diskussion. Danke Ihnen fürs Mitdiskutieren.